Hallo, hallo und willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich habe Neuigkeiten, sonst wäre ich nicht hier. Ich freue mich so. Ja, Ende des Monats, Samstagmorgen und ich bin da. Das heißt was? Make-up-Coach-Time. Also es gibt neue Produkte und ich bin so begeistert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin so mega begeistert. Oh, das ist so schön. Das ist echt so schön. Ich könnte heulen. Also ich habe eine Kiste vor mir, ne? Und da sind neue Sachen drin und das ist echt so, so, so toll. Also, ihr seht ja, dass ich schon eine Seite geschminkt habe, ne? Das heißt was. Das ist ganz einfach. Das habe ich einfach mit dem neuen Rouge-Ton gemacht. Sie hat einen neuen Rouge-Ton. Der nennt sich Sanfte Rose. Oh, ich kann nicht mehr. Guck mal, ich habe mich ganz normal geschminkt. Ganz einfach. Pass auf. Ich habe einfach nur mein typisches, ist noch ganz schmutzig, mein Essence Foundation habe ich genommen. Dann habe ich mir die Augenbrauen ein bisschen geschminkt. Dann habe ich, was habe ich noch gemacht? Concealer. Ja, genau. Und dann habe ich einen Lippenstift benutzt. Oh Gott, welcher war das denn jetzt? Ja, der hier. Genau. Der hier. Den habe ich dazu drauf gemacht und ich zeige euch gleich auch noch mehr. Pass auf, der Lippenstift heißt Lip Luck Mika. Der passt so perfekt dazu. Ich gucke jetzt schon die ganze Zeit, welche Lippenstifte dazu noch passen, weil das ist so ein richtig toller Rosaton und da passen jetzt wahrscheinlich ganz viele Lippenstifte dazu und das werde ich mir noch alles ganz in Ruhe raussuchen. Also ich bin echt mega begeistert. Was ihr mit diesem tollen Rouge-Ton machen könnt, wie das so ist im Sommer, man hat ja immer nicht so die richtige Lust, man möchte aber irgendwie trotzdem schön aussehen und deswegen hat sie jetzt was kreiert. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt extra gemacht hat oder ob das einfach so ist, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls hat sie zu mir gesagt, teste mal Rouge mit für die Augen. Und das sieht so schön aus. Man kann sich da so toll mit schminken. Man kann dieses Rouge für die Wangen und für die Augen ganz alleine nehmen. Und das sieht so toll aus. Guck mal, ich habe einfach nur eine Seite mit Rouge gemacht und es kommt noch was Neues, ein neuer Pinsel. Wollte ich nur mal sagen. Das ist ein Mega-Pinsel, der ist so abgeschrägt. Kennt ihr die Qualität von Make-up-Coach-Pinseln? Also die ist so gut, dass ich sämtliche andere Pinsel weggelegt habe. Teilweise verschenkt, teilweise benutze ich die nicht. Ich benutze fast ausschließlich nur noch Make-up-Coach-Pinsel. Bombenqualität, handgemacht in Deutschland. Und ein super Preis. Und keine Tierhaare. So, also abgeschrägt und dann ist der ja so hübsch, ne? Und das ist wieder so eine Art Stippling Brush. Und der macht wieder so schönen Airbrush-Effekt. Und dadurch, dass er so abgeschrägt ist, ist der, das ist ein Traumpinsel, ne? Und der ist auch total weich. Guck mal, das sieht man auch. Guck mal, wie der über das Gesicht schwebt. Das ist so, der ist so toll. Na gut, also, ihr nehmt also dann Rouge, ganz einfach. Und dann macht ihr euch einfach das Rouge da so rauf. Dann habe ich hier oben noch so ein bisschen gemacht, die Nase und hier so ein bisschen. Einfach auf, also auf die Foundation, dann habe ich ein bisschen abgepudert und dann habe ich das hier so aufgetragen. Das ist so ein wunderschöner Ton. Ich liebe den. So, ach ja, was wollte ich euch noch sagen? Genau, und dann habe ich mir den hier genommen. Guck mal, das ist der große Kinopinsel und den habe ich einfach nur hier reingetupft und dann habe ich mir damit das Auge geschminkt und das war's schon. Ich habe dann hier einfach, um das bewegliche Lid dann auch noch anzumalen, habe ich den Finger benutzt, habe hier so ein bisschen raufgetupft und dann war das Auge fertig. Dann habe ich natürlich noch einen Smoke Liner dazu benutzt. Ich habe den Blau Metallic genommen für oben und für unten ein bisschen Mascara und dann war ich fertig geschminkt. Also einfacher geht es nicht. So, auf jeden Fall eine mega Farbe. Jetzt hat sie aber noch einen Rouge-Ton. Ja, sie hat noch einen Rouge-Ton und das wollte ich mit euch zusammen machen. Guck mal, das nennt sich Orange Glow. Huch. Und das ist jetzt wirklich der Burner, weil sowas hat sie noch nicht rausgebracht. Das ist ein Orange Glow. Wisst ihr, was das bedeutet? Es glitzert.
Es glitzert und es glowt im Gesicht. Das sieht so fresh aus. Die Haut, die sieht aus wie sonnengeküsst. Wie als wenn ihr gerade den ganzen Tag in der Sonne wart, frisch eingecremt seid und ihr habt noch so einen Sonnenuntergang im Gesicht. So sieht das aus. Wirklich, zeig euch das gleich. Was ich aber mit euch zusammen machen wollte, ist, ich habe den Sonnenkussmixer und ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Hier habt ihr Sunny drinne, Just Fresh und Honeymoon. Ich habe gerade geschummelt, hier hinten steht es immer schön drauf. So, und jetzt könnte man ja den Orange Glow austauschen. Guck mal, das passt so gut. Aber welche nehme ich denn jetzt raus? Weil ich mag ja eigentlich alle. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, ich besorge mir noch eine Palette und mache dann dreimal Orange Glow da rein. Nee, also den Sonnenkussmixer, den will ich so lassen. Das finde ich so schön. Ach so, das ist eh, glaube ich, so eine Palette ohne magnetisch, ne? Genau. Also ich werde mir da noch eine leere Palette besorgen, hat sie ja auch in ihrem Shop, dass ich mir denn da noch mal so eine Rouge-Palette extra mache. Ich glaube, nämlich Just Fresh dazu. Und dann halt diesen Orangeton. Also sie hat mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt das in so einem schwarzen einzelnen Behälter kaufen. Ihr könnt euch aber auch Orange Glow gibt es auch in zwei verschiedenen Größen, klein und groß. Also da könnt ihr jetzt wirklich, das könnt ihr auch als Lidschattenpalette nehmen. Ne? Die sind ja magnetisch. Sie hat magnetische Lidschattenpaletten und dann könnt ihr austauschen. Geht ganz einfach da so rauszuditschen. Und dann habt ihr zwei verschiedene Größen. Ist das nicht toll? Das könnt ihr nämlich eigentlich dann auch in eure Lidschattenpalette mit reinmachen. Also wer Make-up-Coach kennt, der wird jetzt gerade. Ihr seid schon im Shop, oder? Ihr habt schon im Warenkorb, oder? Habt ihr schon? Das ist so genial. Gut, also, pass auf, ich will euch das einmal zeigen live. Ich habe nämlich sogar auch schon die beiden Töne gemischt. Das geht auch. So, ich habe diesen Pinsel jetzt, der nämlich Orange Glow. Orange Glow, oh, das ist so ein Traumfarbe, so eine Traumfarbe. So, und hier habe ich nämlich noch nichts drauf. Und jetzt mache ich das drauf. Und da kann man immer wieder rein. Aber seid vorsichtig, weil ihr habt wirklich dann auch Glow. Also das ist auch, da habt ihr wirklich Glow im Gesicht. So. So sieht das aus. Ihr könnt machen, wie ihr wollt. Ihr könnt viel, ihr könnt wenig. Wer ein bisschen braun gebrannter ist, der kann natürlich ein bisschen mehr drauf machen. Wer sehr blass ist, der macht er nur ein oder zweimal. Ich mache das jetzt ein bisschen kräftiger, damit ihr das auch richtig gut sehen könnt in der Kamera. Ist mir ganz wichtig. Ich sitze auch vor einem riesengroßen Fenster. Es ist mittags, also ich habe hier auch richtig viel Tageslicht. Und jetzt seht ihr schon, wie schön das aussieht, ne? Also es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Und das ist was ganz Besonderes. So, jetzt nehme ich mir, ach, ich nehme den Pinsel, ich streife den so ein bisschen ab. So, jetzt nehme ich den, zeige ich euch mal, und mache mir das einfach nur hier rauf. Und dadurch, dass das so glühig ist, ist das so wunderschön auf dem Auge. So, jetzt habe ich ein orangefarbenes und ein rosanes Auge, aber ich werde das gleich mischen. Ich finde nämlich beide Töne richtig krass toll. Krass toll. Ja, da kann ich mir auch Feuerwerk richtig gut vorstellen, ne? So, ich mache, guck mal hier, habt ihr das gesehen? Habt ihr das eben gerade gesehen, wie das aufs Auge ging? Wahnsinn, oder? So. Liebe Michaela, also mich hast du damit total. So, und so sieht das dann aus. Jetzt kann man ja wieder irgendwas dazu nehmen. Jetzt, welche Farbe hatte ich denn jetzt noch nicht? Ach, ich nehme dann nochmal den Blau, dann könnt ihr den Blau, das Blau, den Blau. Das ist Blau Metallic und das strahlt. Ein Strahleblau. So, ich brauche den Vergrößerungsspiegel. Nicht wundern, ich gucke ein bisschen runter. Könnt ihr euch nochmal alles ganz genau angucken. Also da würde ich nicht lange überlegen, weil ein Orange-Rouge zu bekommen ist richtig schwer. Ich suche das schon lange. Ich hatte mal einen bei XX Revolution, aber nicht so schön wie der hier. Der strahlt ja richtig. So. Ihr könnt natürlich auch Brightliner oder so dazu nehmen, ist egal, ne? Aber wenn es schnell gehen soll, der Smokeliner reicht ja dann auch. So. Konzentration. So. Fertig. Jetzt mache ich noch ein bisschen Mascara drauf. Und dann werde ich mal beides mischen, mal sehen, wie das aussieht. Also, ich habe es mir schon angeguckt, es sieht hammer aus. Ich werde mal ganz schnell mir
mir beeilen. Da, fertig. Das war's. Ist ein Traum, oder? Ist das ein Traum? So, und jetzt hat sie aber noch was. So, Lippen sind sauber. Und jetzt hat sie das hier noch. Sie verkauft das im Set. Das ist ein Lippenkonturenstift. Er heißt ganz genau Lip Liner in Aprikose. Und Aprikose passt dazu und passt dazu. Ja, ich weiß. So, ich mache mir das mal schnell rauf. So sieht der Farbton aus. Jetzt muss ich das nochmal fragen. Habt ihr das eben gehört die ganze Zeit? Also ich bin zu Hause, aber wir haben im Garten einen Swimmingpool und die Pumpe ist gerade an. Ich hoffe nicht, dass es gestört hat. Ich habe jetzt vorsichtshalber das Fenster zugemacht. Nachher nervt das dann doch die ganze Zeit. Und deswegen habe ich jetzt schnell das Fenster zugemacht. So, also so sieht der Ton alleine auf den Lippen aus. Wenn man ihn so ganz zart aufträgt, ist ein wunderschöner Ton. Und was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt jetzt entweder einen Lippenstift natürlich dazu machen, ihr könnt aber auch nur das nehmen oder beides. Der Fantasie sind jetzt keine Grenzen gesetzt, da bin ich jetzt auch gerade überfordert. Also ich nehme mal so ein bisschen Rosa noch dazu. So. Na, so könnte man das machen. Sieht total schön aus. Und dann kann man natürlich noch entweder zusätzlich oder alleine das hier. Also habe ich ein bisschen viel drauf gemacht. Ihr seht schon, was das für, wie das Bäm macht. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Also wenn ihr das nicht so doll mögt, dann vorsichtig sein. Und für alle, die das mögen, also ich finde das wunderschön. Ich liebe das. So, jetzt wollte ich das aber noch mal mischen. Jetzt hole ich noch mal den Pinsel. Genau. Jetzt mache ich mal das dahin und das dahin. So, mit dem gleichen Pinsel. Ich gehe jetzt also wieder in das Orange und dann mische ich mir das. Und das finde ich noch toller. Oh, ich liebe das. Jetzt kommt natürlich so dieser Glow hier rüber und dann mischt sich das und dann habt ihr so eine ganz eigene Farbe. Das ist echt richtig, richtig toll. Ich bin begeistert. Also ich würde echt nicht überlegen, ich würde das sofort bestellen. Jetzt habe ich ordentlich, jetzt bin ich ganz schön doll geschminkt, oder? Macht nichts, ist egal. Ich muss euch das zeigen. Jetzt nehme ich Rosa noch dazu. Guck mal, wie schön das aussieht. Kann man ja viel oder wenig. Entweder macht ihr mehr Rosa oder mehr oder beides gleich. Aber das hier so zusammen, ne, das sieht auch so schön aus. Und dann kann ich auch wieder einkaufen gehen. Irgendwann verhaften die mich nochmal, weil ich immer komisch aussehe, ne? So, man könnte auch jetzt nur den Orangeton nehmen und hierauf machen. Guck mal. Dann habt ihr praktisch hier Orange Glow und hier Rosa. Oder zarte Rose. Sanfte Rose oder zarte Rose? Jetzt muss ich aber noch mal gucken. Sanfte Rose. Das muss ich üben. Guck mal, wie schön das ist. Das macht richtig fresh im Gesicht. Ne? Das macht irgendwie braun, obwohl ich gar nicht so braun bin. Aber so ein bisschen viel habe ich, glaube ich, drauf. Deswegen werde ich noch mal so ein bisschen Zauberpuder darauf machen. Weil das ist doch ganz schön doll. So. Also das geht auch, dass ihr euch hinterher noch mal überpudert, wenn ihr zu viel Rouge drauf habt. Aber wichtig war ja nur nicht, wie ich aussehe, sondern dass ihr wisst, wie die Farben aussehen. Zwei neue Rougetöne, schönes Rosa, Orange Glow, ja, in zwei verschiedenen Größen. Dann habt ihr einen Lip Liner und ihr habt einen Pinsel. Das ist alles neu bei Make-up Coach und das ist mega schön, mega schön. So. Jetzt bin ich fertig. Oh, es sieht so schön aus, oder? Ich werde noch so ein bisschen jetzt ausprobieren und ich werde mir vor allen Dingen auch noch mal ein paar Lippenstifte hier raussuchen, die dazu passen. Also richtig schön. Viel Spaß beim Gucken. Steht alles in der Videobeschreibung, wie das heißt ganz genau und wie ihr in den Shop direkt kommt. Ich kann es nicht direkt verlinken, aber ihr findet das sofort, wenn ihr im Shop seid. Unter Neues gleich auf der ersten Seite. So schön. Ich sag Tschüss. Bis dann, bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Tschüss.